Und wir rechnen ein weiteres Beispiel. Und zwar nehmen wir mal die 3 mal 32. Also eine Möglichkeit, wie ihr das vielleicht ein bisschen leichter rechnen könnt, ist, indem ihr die Zahlen umdreht und anstelle dessen 32 mal 3 rechnet. Allerdings funktioniert das beides gleichermaßen gut. Müsste also nicht unbedingt machen, mir gefällt es so nur ein bisschen besser. Okay, und wie gehen wir da jetzt vor? Also wir schreiben die Ergebnisse hier drunter und zuerst rechnen wir 3 mal die erste Stelle, also die einer Stelle, das ist die 2, ne? 3 mal 2. Und 3 mal 2, das kannst du bestimmt im Kopf, das ist ganz einfach, 3 mal 2 ist 6 und das schreiben wir hier direkt drunter. So, schön ordentlich in die, quasi wie in der Tabelle. Das heißt, du fängst direkt unter der 3 an. So, und jetzt rechnest du 3 mal 3. So, und 3 mal 3 ist auch ganz einfach. 3 mal 3 ist 9. Das kommt jetzt hier nebendran, weil wir haben jetzt die Stelle nebendran multipliziert. Das heißt, wir haben die Zehnerstelle mal genommen. Und die 9 ist auf der 10er Stelle. Und da sind wir auch schon fertig. Unser Ergebnis ist 96. Jetzt will ich euch vielleicht noch ganz kurz erklären, warum das jetzt funktioniert hat und eine andere Art und Weise, wie man darüber nachdenken kann. Also diese 3 mal 32, die kann ich ja auch mir so vorstellen, das ist im Endeffekt nichts anderes wie 3 mal 30. Und 3 mal 2. Also 3 mal 30 und 3 mal 2. Das kann ich noch addieren. Und was da rauskommt, ist bei 3 mal 2, wissen wir, ist 6. Und 3 mal 30 ist 90. Ja, also wir haben jetzt im Endeffekt nur einmal die 10er mal 3 genommen, das waren die 30, und einmal die 1er Stelle mal 3 genommen, das war die 2. Und das ist eben auch 96, wie hier oben. Ich hoffe, das hilft ein bisschen. Tschüss.